Liebe Kolleginnen, jetzt geht es um hybride Meetings. Darunter verstehen wir Veranstaltungen, die gleichzeitig in Präsenz und online ablaufen. Und in diesem Video gehen wir davon aus, dass die Online-Teilnehmenden mehr als Zuschauerinnen sein sollten. In diesem Fall stellen sich drei Schlüsselfragen. Wie ermögliche ich die vollwertige Beteiligung? Wie ermögliche ich eine einfache Kommunikation der zwei Gruppen untereinander? Und was brauche ich technisch wirklich? Also zwei Didaktikfragen und eine technische Frage und ich fange mit den Didaktikfragen an. Damit eine hybride Veranstaltung zu einem vollwertigen Meeting wird, sollten alle im Präsenzraum und alle im Online-Raum ungehindert zusammenarbeiten können, so wie hier auf der Bierdeckelskizze von Jöran Moos-Meerholz. Dafür muss man den Hybriditätsgraben überbrücken und am einfachsten geht das natürlich in den Vortragssequenzen. Eine Präsentation lässt sich leicht an beide Gruppen übertragen. Ich präsentiere primär im Online-Meeting über Screensharing und projiziere das Meeting samt Präsentation mittels Beamer oder Smartboard in den Präsenzraum. Genauso können auch andere Teilnehmende oder Referierende präsentieren, egal ob sie in Präsenz oder online dabei sind. Nun gibt es aber viel mehr als Vorträge. Wir brauchen viele Formen der Kooperation und wir brauchen unterschiedliche Sozialformen. Eine Behelfslösung für den Hybriditätsgraben sieht dann in der Praxis oft so aus, dass das meiste in Präsenz stattfindet und die Online-Gruppe hat den Chat und einen Chatbeauftragten, der die Inhalte aus dem Chat in die Präsenzgruppe einmoderiert. Das ist einigermaßen okay, aber für die Online-Gruppe nicht ideal. Als Alternative könnte man die Präsenzgruppe bitten, grundsätzlich am Laptop per Online-Tools zu kommunizieren und das vor allem schriftlich, um Audio-Rückkoppelungen zu vermeiden. Aber dann fühlen sich die Präsenzteilnehmenden wie in einem EDV-Raum, also ist auch das nicht ideal. Ein Lösungsansatz besteht darin, das Smartphone zu nutzen. Die meisten Umfragetools kann man am Smartphone genauso bedienen wie im Notebook und man kann hier auch offene Textantworten sammeln oder Wortwolken erzeugen, wobei für die Präsenzteilnehmenden das Präsenzgefühl erhalten bleibt. Wer Vortragssequenzen mit hoher Beteiligung vorbereitet, nutzt dafür am besten Mentimeter und wechselt direkt in Mentimeter Vortragsfolien mit Fragenfolien ab. So erspart man sich die PowerPoint überhaupt. Was mache ich jetzt mit Kleingruppenarbeiten? Die einfachere Lösung wieder zuerst. Beide Gruppen bleiben in ihren Räumen, das heißt, es gibt Breakout Rooms online und Kleingruppen in Präsenzräumen vor Ort. Dabei könnte ich zumindest die Ergebnisprotokolle im gleichen Medium durchführen lassen, also zum Beispiel in einem Etherpad. Das kann je nach Aufgabe ein gemeinsames Tool sein oder eines pro Gruppe. Dafür braucht man nur einen Laptop pro Präsenzgruppe und kann nachher alle Ergebnisse per Screenshare für beide Gruppen gleichberechtigt teilen. Andererseits, wenn man schon pro Kleingruppe einen Laptop verwendet und beispielsweise 6 Personen pro Kleingruppe hat, dann kann man auch gleich die Gruppen mischen. So könnten zum Beispiel 3 Online-Teilnehmende in einem Breakout-Room mit 3 Präsenzteilnehmenden in einem physischen Raum zusammenarbeiten. Und wenn die Präsenzteilnehmenden einen Laptop und einen ruhigen Raum haben, werden sie den Lautsprecher einschalten und zu 6 ein kleines hybrides Meeting haben, das okay ist. Allerdings stößt diese Lösung an ihre räumlichen Grenzen. Die Präsenzräume lassen sich nicht so einfach multiplizieren wie die Online-Räume. Eine Lösung könnte dann sein, die Kleingruppen größer zu machen. Dann braucht man aber für jede Kleingruppe in Präsenz ein Tischmikrofon mit integriertem Lautsprecher, das in der Mitte steht. Noch idealer wäre ein Kombinationsgerät mit einer beweglichen Kamera, wo das übertragene Bild jeweils der Stimme folgt. Das wäre dann beispielsweise eine Meeting-Owl, wie hier im Bild. Wie sieht es nun mit spontanen Visualisierungen aus? Für die einfachste spontane Visualisierung kann man natürlich auf ein Flipchart zeichnen, wenn die Kamera dafür optimal positioniert wird. Eine semi-digitale Lösung wäre das Handzeichnen und Übertragen von Papier mit einer Dokumentenkamera.
Und für eine digitale Lösung können Sie am Tablet zeichnen und das Ergebnis ins Meeting und per Beamer in den Präsenzraum übertragen. Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn die Online-Gruppe immer den Präsenzraum auch in der Totalansicht sieht. Dafür wird man meist ein Smartphone oder einen Laptop mit einer hoch oben positionierten Webcam ins Meeting hängen. Das hilft den Online-Teilnehmenden dabei, gefühlt besser dabei zu sein. Offene Diskussionen sind in hybriden Meetings eine besondere Herausforderung bezüglich Gleichberechtigung. Man muss ja dabei Wortmeldungen der Online-Gruppe und Wortmeldungen der Präsenzgruppe gleichermaßen wahrnehmen und moderiert dafür bei größeren Gruppen am besten zu zweit. Wer online spricht, schaltet seine Webcam frei und am Bild, das das Saalbild liefert, wird die Sprecheransicht eingestellt. Bei größeren Meetings und Räumen muss auch die Tonausgabe über die Saalanlage verstärkt werden. Wer in Präsenz spricht, geht dafür zum Rednerpult, also an den Laptop, von dem ins Online-Meeting übertragen wird. Oder diese Person bekommt ein Funkmikrofon in die Hand, das den Ton in den Saal und ins Online-Meeting überträgt. Besonders wegen der Audioübertragung erfordern große hybride Meetings Testläufe mit dem jeweiligen Saaltechniker oder der Technikerin. Und damit sind wir schon beim Thema Technik. Was brauche ich technisch wirklich und welche Rolle spielt dabei die Teilnehmendenzahl? Kleine hybride Meetings mit ca. 8 bis 10 Personen in Präsenz brauchen einen Laptop mit Videokonferenztechnologie, weiters Beamer oder Smartboard, dann ein Konferenzmikrofon mit Konferenzlautsprecher oder eben eine Meeting Owl und idealerweise ein weiteres Gerät für die Totale. Für alles, was darüber hinausgeht, brauche ich mehr, nämlich mehr Bild und mehr Ton. Am besten mehrere Kameras, darunter eine bewegliche und die Möglichkeit, einfach zwischen ihnen hin und her zu schalten, am besten per Mischpult. In Einrichtungen, in denen oft hybrid gearbeitet wird, sind auch Kameras mit Face-Tracking und Gestensteuerung im Einsatz. Den Ton unterstützen gute bewegliche Mikrofone für Unterrichtende am besten zum Anstecken. Beispiele dafür und viele konkrete Hardware-Empfehlungen gibt es auch diesmal in unseren Kursressourcen.